Prognosen, die Klimaprognosen, die können eigentlich alle nur erstellt werden inzwischen durch eine Beobachtung der Erde aus dem All. Der Direktor der ESA, den ich hier sprechen kann, der hat dieses Projekt mit vorbereitet. Warum ist dieses Projekt so besonders interessant, so wissenschaftlich wichtig? Dieses Projekt nennt sich AELOS. AELOS ist einer von unseren Earth Explorer Missionen. Eine Mission, ein Satellit, der eine ganz einzigartige Frage der Wissenschaft anspricht, in unserem Fall Windgeschwindigkeit in wolkenfreier Atmosphäre. Und zum anderen eine Technologie prüft im Weltraum, die bisher nicht geflogen wurde. In unserem Fall ist das ein UV-Laser, der bisher nicht entwickelt wurde und von niemandem geflogen wurde, auch nicht von unseren Freunden in Amerika zum Beispiel. Und hier haben wir eine Mission entwickelt, die wirklich einzigartig ist oder sogar bahnbrechend ist, sowohl von der wissenschaftlichen Frage als auch von der technologischen Entwicklung. Was können wir denn dann, wenn dieser Satellit funktioniert und Daten sendet? Was wir können, ist erstens einmal bessere, genauere Wettervorhersagen machen. Die sind natürlich wichtig für sehr viele Bereiche der Gesellschaft, vom Landwirt bis zum Flugzeugbetreiber, bis zu den Schiffbetreibern. Jeder braucht das tägliche Wetter in genügender Genauigkeit, aber auch ein besseres Verständnis, wie das System Erde funktioniert. Wie sind die Energiebilanzen zwischen Nordpol und den Tropen organisiert? Wie wird die heiße Luft mit kalter Luft interagieren? Und wie wird diese Energiebilanz, wie wir sie nennen, durch den Wind ermöglicht und ausgeglichen? Und der Wind ist natürlich das Element, das diese Energie von einem Ort zum anderen trägt, von den Tropen zu den Polen, natürlich über die Wettersysteme. Und das hilft uns auch, diesen Satellit besser zu verstehen. Ich habe gelesen, 16 Jahre ist an diesem Projekt gearbeitet worden. Warum hat das so lange gedauert? 16 Jahre ist eine lange Zeit. Es ist mehr als das typische Projekt dauert. Typischerweise entwickeln wir einen Satelliten in 5, 6 oder 7 Jahren. Aber in diesem Fall haben wir wirklich technologische Hürden gesehen und bekommen, die wir einfach nicht meistern konnten. Es war ganz konkret der Fall, dass das UV-Laserlicht im Vakuum in unseren Tests nicht funktioniert hat. Und wir haben daran arbeiten müssen, diesen UV-Laser im Vakuum betreiben zu können. Und das war neue Technologie, ist jetzt bisher nicht gemacht worden. Wir haben wirklich zurück müssen in unser Reißbrett, um zu sehen, ob wir Dinge ändern können vom Design oder anders aufbauen können. Und das hat einige Zeit gekostet. Wir sind jetzt zuversichtlich, wir haben die letzten Tests gemacht im Vakuum letzten Jahres und alle Tests waren positiv. Das heißt, wir sind zuversichtlich, dass der Satellit, wenn er fliegt, im All, im Vakuum funktionieren wird. Jetzt haben wir gerade in diesem Sommer einen sehr heißen Sommer und einen Sommer, der viele fragen lässt, ist das eigentlich normal? Dann sagen viele, natürlich ist das normal, wir hatten immer kalte, regnerische Sommer, wir hatten ganz heiße Sommer früher. Wird ein solcher Satellit in der Lage sein, uns ein bisschen mehr Erkenntnisse darüber zu liefern, ob solche Schwankungen heiß, kalt, besonders regenreich oder sehr trocken natürlich sind oder möglicherweise auch menschengemacht? Der Satellit wird helfen, das besser zu erklären. Neben den besseren Wettervorhersagen können wir auch die Klimavorhersagen verbessern und die Messungen, die dadurch gemacht werden, helfen uns auch, die Klimamodelle zu verbessern und deshalb auch gerade, was Sie angesprochen haben, zu erklären, warum haben wir heiß, kalt, ist es wirklich eine Klimaänderung oder ist es nur der Anschein einer Klimaänderung? Genau diese Fragen prüfen wir quantitativ und faktisch und das können wir mit dem Satellit natürlich besser beobachten.